Am Freitagmorgen haben zwei Unbekannte ein Juweliergeschäft mitten in der Innenstadt von Konz überfallen. Polizeisprecher Karl-Peter Jochem erklärt, was passiert ist. Jetzt. Heute Morgen gegen 9.15 Uhr betraten zwei Männer das Schmuckgeschäft hier in der Schillerstraße in Konz. Zwei Angestellte waren zu der Zeit dort anwesend. Einer der Männer bedrohte einer der Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Schmuck und Geld. Die Männer sind dann anschließend geflüchtet, zunächst über die Schillerstraße, dann haben sie die Schillerstraße überquert und sind Richtung Marktplatz fortgelaufen. Es waren zwei Männer, der erste ist etwa 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,68 groß und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht, südländisches Aussehen, kurze, dunkle, lockige Haare, trug eine hellblaue Regenjacke und eine dunkle Hose. Der zweite Mann war etwa 1,60 bis 1,76 groß und schlank, trug ein dunkles Sweatshirt. Vermutlich hatte er eine Kapuze über dem Kopf, aber auf jeden Fall war er mit einem dunkelgrauen Buff, einem Rundschal, maskiert. Da vermuten Sie einen Zusammenhang mit den Überfällen auf die Tankstellen in Trier in den vergangenen Tagen? Das werden die Ermittlungen jetzt ergeben, das müssen wir mal sehen, aber von den Personenbeschreibungen her passt es eher nicht. Wir haben sofort eine groß angelegte Fahndung eingeleitet, haben bisher aber noch keine Täter ermitteln können. Wichtig für uns sind Zeugen. Das Ganze war um 9.15 Uhr. Es herrscht hier sehr viel Betrieb. Mit Sicherheit gibt es Autofahrer oder Fußgänger, die zu der Zeit hier unterwegs waren, die gesehen haben, wie die beiden Männer das Schmuckgeschäft verlassen haben und über die Schillerstraße gegangen sind. Zu der Zeit waren sie nicht mehr vermummt, sondern trugen Basecaps.